Hallo. Ja, das sind immer so kleine Special Events oder so, weiß ich, wie man das so nennen kann. Ja, erstmal hier das Zeug rauskramen. Mann. Boah. Vogel, komm. Pam, pam. Ja, das war's schon. Wow. Komm, nächster Level. Das geht hier wie das Brötchen backen. Für Schauflichkeit. das ist ein bisschen ein creepy Level. Hier, das sind so kleine Pflanzen, die können wir aus dem Boden raushauen. Das ist ein Frosch. So. Und der Frosch, der kann... Sind das da Zombie-Hände da drin gewesen? Oh, lol. Keine Bombe. Noch eine Bombe. Boah, war ja klar. Ich liebe Schätze. Ne, der hat den Kopf verloren. Kein Grund, gleich den Kopf zu verlieren. Nochmal zurück, wir wollen auch natürlich da hoch. Was mich mal interessieren würde, vor allem für die jüngere Zuschauer unter uns, wie findet ihr eigentlich diese Musik? Oh, da war noch was versteckt. Die Geister können wir leider relativ wenig machen. Ja, da müssen wir halt durch. Ah, okay, die Roten kommen auf uns zugerannt und die an. Oh, was macht er da? Kann ich einfach anschießen? Ja, dann ist ja alles easy. So, schön weggeschaufelt, den Dude. Au, 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 au. Ups. Haben wir noch was? Nein. Hup. Mach's gut, Frosch. Wir sehen uns vielleicht in einem anderen Leben. Jetzt ist ja alles dunkel. Nix gut. Oh. Junge. Vor allem, wir haben doch hier eine Fackel. Im Hintergrund. Warum ist das so dunkel trotz Fackel? Okay, da ist nichts weiter. Jetzt müssen wir mal kurz stehen bleiben, um zu checken, wo hier die Abgründe sind. Ah, okay. Alles easy. Oh. Ja, was denn hier? Oh. Ah, ich verstehe es. Zack, zack, zack. Und hoch hier. Schön das Ding ja weggeschaufelt. Ups. Jetzt habe ich doch nochmal den Geist hier einen auf den Dates gegeben. Und dann können wir ja einfach. Oh, aufgraben. Und der springt ins Wasser. Tschüss. Ich finde es ja gut, wenn dem Gegnern die Umgebung auch Schaden zufügen, nicht nur dem Spieler. So, und jetzt kommen wir hier zu einem kleinen Geheimnis. Das Ding hochgraben, Jumpy, Jumpy.
So einfach geht das. Oh, oh. Ich sehe einfach mal nix. Man muss sich hier auf sein Gefühl verlassen an der Stelle. Das war Zappeduster. Wow. Okay, die Köpfe sind schwer, alles klar. Das gehe ich lieber nicht ein, das Risiko, den zu besiegen. Da war irgendwas. Oh Gott, oh Gott. Huiuiui. Frosch. Ah, da unten ist was Besseres. Ich sehe es doch schon. Wir können jetzt den Kopf einfach mitnehmen. So. Und schon können wir hier runter. Und dem Frosch einen plätten. Und dann heißt es zackig, zackig. Hier runter. Ups. Wir haben relativ viel Geld. Das heißt, wir können uns jetzt das nächste Item kaufen. Oben. Oh, aber doof oder unterwegs. Ich habe die besten Angebote. Bla bla bla. Jetzt zeig mal her. Ausblendermedaillon. Was? Entrinne allen Gefahren, aber nur kurz. Ja, nehmen wir mit. Das macht uns kurz invincible. Das brauchen wir nicht. Jedenfalls nicht hier. Einfach hier so. Zack, zack, zack. Und dann können wir so tun. Und dann sind wir kurz. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Unbesiegbar. So, weh, hier ist jetzt nichts zu futtern. Ha. Okay, hier hätten wir wieder den nächsten Checkpoint. Oh nein! Ich habe das Grab da nicht gesehen. Ha, hat aber trotzdem noch geklappt. Lili, mach's gut. Die Sau. Hol's dir zurück. Nein! No! Jetzt fängt's an. Ah, nein. Jetzt werde ich unkonzentriert ein bisschen. So, jetzt machen wir mal kurz kaputt, damit er sich nicht mehr bewegen kann. So. Ja. Wie sollen wir denn da reinkommen? Oh. Ja, so jedenfalls nicht, ne? Das ist ja crazy. Au! Einfach durch den Boden durch. Ja. Ja. Erstmal looten. Bevor das blöde Skelett hier auf Blödsinn macht. Zack, 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 zack.
Tja, wie wären wir da wohl durchgekommen? Auch schon da drüben. Ups, das war knapp. Da war ein Gegner, habe ich gesehen. Oh, ich hoffe, wir brauchten den Kopf nicht. Hopp, war hier noch was? Nein. Ja, war nichts weiter versteckt. Hier noch was zu essen, alles klar. Ich glaube, wir kommen jetzt gerade zum Endgegner dieser Stage. Ja. Spectre Knight. Dies ist kein Ort für die lebenden Sterbliche. Du bist gerufen, weil deine Zeit gekommen ist. Und jedem ist seine Zeit vorbestimmt, wie auch deinem geliebten Shield Knight. Lüge! Sowas kaufe ich doch keine Phantom ab. Allein deine Existenz ist schon eine niederträchtige Täuschung. Die Verzauberin steckt voller Überraschungen. Sie hat mir neues Leben geschenkt. Damit ich dir deines nehmen kann. Alles klar. Na du. Wir hauen ihn einfach geschwind mit unserer schönen Schaufel direkt eins auf die Fräse. Na du. Tschüss, Mann. Boing. War doch nicht. Autsch! Oh, ich dachte, wir schaffen es ohne getroffen zu werden. Ey, ich kann doch auch schießen, Mann. Da muss man mich doch dran erinnern. Hopp. Au. Au. Lass mich hier halt hoch. Oh nein. Er hat nur noch ein halbes Leben. Pam. Basti, willkommen zurück. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste. Bibi. Wie Sie sehen, spielen wir Shovel Knight inzwischen. Der auf der Tentacle ging ja relativ fix zu Ende. Das waren ja gerade mal 10 Minuten, Viertelstunde oder sowas. Das hätten wir vielleicht das letzte Mal auch noch schaffen können, weiß ich nicht. Oh, da will man einmal einen Schluck was trinken und dann wird man direkt wieder vom Spiel unterbrochen. Rette sie! Hier können wir uns noch richtig krassen Loot holen. Und dann unsere Shield Knight im Gedanken retten. Wieder wie immer das Feuer ausgraben, das ist wichtig, da ist Geld drin. Merkt euch das, falls ihr mal irgendwo verschollen geht und ihr macht irgendwo ein Feuer, weil es kalt ist, grabt danach das Feuer aus, denn da könnte Geld drin sein. Wir haben eine Essensmarke gefunden. Damit können wir unsere maximale Lebensenergie ein wenig erhöhen. Und das tun wir dann auch gleich. Guck mal, wir haben so viel Geld. Oh, die dunklen Wolken ziehen weg. Das Notenblatt geben wir ab an unseren Barden. Holla, du hast 4 Notenblätter. Ja, dafür kriegen wir 2000 Geldeinheiten. Ja, bla bla. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Und geben hier erstmal ein bisschen unser Geld aus für Magie. Mal gucken, ich weiß noch nicht wie viel. Dann lösen wir erstmal unsere Essensmarke noch ein. Um unsere Lebensenergie ein wenig zu füllen. Ups.
Lol, die Ziege. Der Ziegenhut hier unten. Er hat gerade was aus seinem Buch rausgerissen oder was er da in der Hand hat. Ein Blatt und hat das gefressen. Nee, das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal zu dem blauen Kumpel da drüben. Mal gucken, ob der so noch was verkauft. Eine Angel und den Chaosball. Ja, die Chaoskugel. Die Chaoskugel, die ist richtig, richtig gut. Ich demonstriere gleich mal. Und zwar, die macht relativ viel Schaden. Und die lässt sich ziemlich gut spammen. Die ist zwar teuer, aber gerade bei Endgegnern ist sie richtig praktisch, weil die prallt nämlich von den Wänden ab und macht weiter Schaden. Die geht so. Seht ihr? Die prallt immer an der Wand ab. So, die Angel brauchen wir nicht. Die habe ich am Wochenende überhaupt nicht verwendet. Und dann geben wir noch ein bisschen was für Magie aus, wenn wir noch genug Geld dafür haben. So. Essen können wir uns nicht mehr leisten. Magie können wir uns auch nicht mehr weiter leisten. Dann würde ich sagen, war es das hier an der Stelle erstmal. Wir können uns hier noch so einen Apfeldude. Zum Apfeldude gehen und da was holen. Und dann kann ich eine kurze Pause einlegen, während ihr hier was euch dann anguckt. Außerdem ist der Kelch gar nicht mal so schlecht. Den kann man dann verwenden, wenn man den gefüllt hat. Und kann sich damit im Notfall seiner Lebensenergie wieder auffüllen. Und zwar hier oben. Gehen wir an den Apfelteich. Ups. Und dann kommt hier der Apfelkarpfen raus. Heißt er so? Hallo? Ach nee. Der Apfischkönig, natürlich. Wer hat mich geweckt? Sterblicher, brauchst du Hilfe? Ja, hilf mir. Ein Apfischkelch? Ich kann ihn mit Zauberkräften füllen. Ist nicht eklig. Wähle dein Sekret mit Bedacht. Füllt Gesundheit und Magie auf. Macht 10 Sekunden lang unbesiegbar. Absorbiert 60 Sekunden lang Schätze in der Nähe. Also das finde ich, das hier finde ich ein bisschen sehr, sehr sinnlos, glaube ich. Das Sekret des Mutes. 10 Sekunden lang unbesiegbar sein. Okay, vielleicht nett, aber dafür haben wir doch unser cooles Medaillon. Also das einzig Sinnvolle ist, dass hier die Gesundheit und Magie wieder voll auffüllen. Und ich werde jetzt hier meine Fernbedienung nehmen. Mache die Kamera einmal aus. Und ihr dürft euch jetzt mal angucken, wie denn so ein Apfischkönig diesen Kelch füllt. Bist du sicher? Ja. Untertanen, ein neuer Eingeweihter kommt zu uns. Möge die Zeremonie beginnen! Jetzt wünsche ich euch dabei viel Spaß. Bye.